Hallo, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Heute zeige ich dir, wie du aus deinem Logo einen Stempel machst, den du dann benutzen kannst, um deine Etiketten, deine Leinwände, deine Bilder von hinten zum Beispiel zu markieren, zu bestempeln, zu zertifizieren. Und dafür zeige ich dir, wie man das im Photoshop erstellt, wie man das bestellt und wie es dann am Ende aussehen sehen kann, anhand meines Beispiels mit meinem Logo. Viel Spaß dabei, bis dann. So, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Heute zeige ich dir, wie du die Vorlage erstellst, um dir einen Stempel anfertigen zu lassen. Einen Holzstempel, Rundformat mit deinem Logo drauf. Ich benutze dafür das Logo, was du jetzt hier schon siehst. Das ist johnfranklinart.de, www mit Handmade Originals. So wird der Stempel dann auch von unten aussehen. Wird so ein Holzstempel werden. Ich weiß nicht, sieht man das jetzt hier so einer? Und genau. Was du dafür brauchst, ist Photoshop oder ein alternatives Programm. Ich nutze Photoshop dafür. Das Endergebnis, was wir haben wollen, ist das. Wir wollen ein Logo drin. Ich habe das mit einem Kreis gemacht, zwei Kreise außen und dann halt jeweils zwei Schriftzüge kreisförmig angeordnet. Das soll am Ende bei rauskommen in diesem Video. So, fangen wir an. Dafür erstellen wir uns ein neues Bild. Ich kann das hier nochmal zeigen. Datei neu. Ich nehme hier 4000x4000 Pixel und mit transparentem Hintergrund, ganz wichtig. Zack. Dann mache ich das mal zu hier. So, mit was fangen wir an? Erstmal brauchen wir etwas, also wir wollen ja mit Kreisen arbeiten, wir fangen mit den Schriftzügen an. Das heißt, wir machen zuerst den Kreis. Wo wir die Schrift praktisch dann anordnen, damit wir die anordnen können. Dafür ist es notwendig, dass wir das Ellipsenwerkzeug benutzen. Ich könnte jetzt hier einfach so versuchen, die Mitte genau zu treffen und dann den Kreis aufzuziehen. Wird aber schwierig, auch wenn ich ihn jetzt hier versuche, irgendwo hinzuschieben. Wir wissen nicht, wo die Mitte ist. Ich hätte es gern zentriert. Deswegen lösche ich das nochmal. Ach ja, für euch nochmal, hier dieses Kästchen zeigt an, was ich für Tasten drücke. Ne? Damit ihr das auch nochmal seht. Damit wir diesen Kreis zentrieren können, ist es wichtig, dass wir uns Hilfslinien ziehen. Die können wir ziehen, wenn wir hier oben die Lineale einmal eingeblendet haben. Also schaut hier, dass ihr hier einmal eine Lineale anhabt und dass ihr eingestellt habt, Ausrichten an Hilfslinien. Hier muss ein Häkchen sein. Hier ein Häkchen und hier ein Häkchen. So, wenn ihr diese Lineale habt, diese könnt ihr praktisch in einen reinfahren, Maustaste drücken, die linke, und dann zieht ihr euch das runter, haltet das gedrückt und dann macht es irgendwann so Klick automatisch. Das ist dann die Mitte. So, das gleiche hier von dieser Seite. Warten, bis es hier so einrastet, so klack. So, dann haben wir jetzt schon mal ein Zentrierungskreuz. So, dann nehmen wir nochmal unsere Ellipse. Auswählen, Ellipsenwerkzeug. Ganz wichtig, wir ziehen auf keine Form, sondern wir ziehen einen Pfad auf. Wir wollen keinen Kreis zeichnen jetzt, sondern einen Arbeitspfad. Pfade sind dafür gedacht, um noch andere Sachen darauf anzuordnen. In dem Fall Schrift. So, ich mache das jetzt mal mit Absicht nicht direkt ins Mittelzentrum, sondern mal ein bisschen daneben. Ich ziehe mal so auf, ungefähr so, vielleicht für den Anfang. So, um das zu verschieben, drücken wir hier, wie heißt das eigentlich? Pfadauswahl. Mal muss ich das mal ein bisschen weiter wegschieben. Genau, die Pfadauswahl, Werkzeug. Können wir den Pfad auswählen und mit gedrückter linker Maustaste können wir den verschieben. So, und jetzt sehen wir, wenn ich hier an die Hilfslinie rankomme, zack. Und zack, einmal unten nach unten und in die Mitte rastet das ein, ist somit zentriert, das brauchen wir. Jetzt haben wir einen zentrierten Kreis und jetzt ordnen wir auf diesen Kreis die Schrift an. Dafür wählen wir hier das Textwerkzeug aus. Wählt euch hier eine Schrift aus, die ihr haben wollt. Wichtig ist jetzt, dass ihr hier Text zentrieren auswählt, weil wenn wir jetzt hier an den Kreis ranfahren, ändert sich das Mauszeigersymbol, es wird zur Welle. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel dran klicke und ich hätte das ausgewählt, also links zentriert, würde der mir die Schrift hier ringsrum anordnen. Also das fängt praktisch hier an und ordnet hier ringsrum an. Wir wollen aber, dass er das praktisch ja, ich will oberhalb einen Schriftzug haben, der zentriert ist und unterhalb. Ne? Also seht ihr hier nochmal, ich will, dass das hier unten zentriert ist und das hier oben soll ja auch in der Mitte zentriert sein. So, damit das möglich wird, wählt ja hier oben zentriert aus. Dann könnt ihr nämlich hier direkt in die Mitte klicken. Ich kann mal
bisschen ranzoomen vielleicht, oder? Ne, lass mal so. Sucht euch die Mitte. Und wenn ich jetzt hier Text eingebe, seht ihr, vier Buchstaben zentriert. Wir machen jetzt mal www.johnfranklinart.de. So, und dann sehen wir schon, dass es ziemlich groß ist, also müssen wir es ein bisschen kleiner machen. So, auswählen. Muss dort anpassen, ne? Ich mache das jetzt mal so, dass es mal so rumpasst. Ich glaube, wir hätten den Kreis noch ein bisschen größer ziehen können. Naja, wir machen es jetzt so. Bild kleiner machen geht immer noch. So, dann haben wir schon mal das eine. Genau, ihr seht den Pfad, das liegt jetzt genau auf. Noch ein bisschen größer. Genau, jetzt machen wir das nach unten einmal. Das Problem, was dann unten ist, wird er gleich sehen. Handmade Originals. So. Das Problem ist, dass er das verkehrt rum anordnet. Um jetzt diese Schrift nach in den Kreis zu ziehen, drückt ihr hier dieses Auswahlwerkzeug. Wählt euch das, den Pfad aus. Und jetzt seht ihr schon, das wird so ein Doppelpfeil hier, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Geht hin, drückt die linke Maustaste und zack, flippt das nach innen. Damit das jetzt wieder nach außen rutschen kann, wählt ihr euch hier die Ebene aus, die angelegt wurde automatisch, und sagt jetzt, okay, lass es mal nach außen verschieben. So. Und da ich möglichst sehen möchte, damit es auch passt, genau so, mache ich es jetzt bündig, einmal hier am H bündig, außen, und weil die andere Schrift liegt ja auch hier bündig, praktisch, außer mit dem J natürlich, dort auf, also ich mache es mit dem H bündig und mit dem O, also noch einen Ticken vielleicht, das ist ein bisschen zu viel, so in etwa. Können wir vielleicht noch dicker machen, genau. Das machen wir vielleicht auch nochmal für das andere. So, jetzt hätten wir schon mal einen Schriftzug fürs erste. Jetzt könnt ihr euer Logo nehmen. Ich habe da ja schon eins vorbereitet. Ihr müsst gucken, was ihr dann in drin für einen Schriftzug nehmt. Ich habe jetzt einfach nur meine Initialen genommen. Ne? Das ziehe ich praktisch hier rein. Wichtig ist, dass es eine PNG-Datei ist, weil wir diesen Schriftzug ohne den Hintergrund brauchen. Ne? So. Habe ich jetzt einmal drin. Ich mal kurz rauszoomen. So, ein bisschen kleiner ziehen. Mit gedrückter Shift-Taste, ne? damit ihr das nicht hier irgendwie verzerrt, drückt die Shift-Taste, damit das symmetrisch praktisch verkleinert wird. Jetzt habt ihr auch schon wieder, ich zoome nochmal ran her, seht ihr auch schon den Vorteil von diesen auch Hilfslinien. So, ich mache aber nochmal einen Ticken größer. So. Noch ein bisschen. Ihr müsst mal gucken, ob ihr das so zentrieren könnt. Manchmal macht es die Schrift auch so, ich gucke jetzt hier den Abstand und hier, der ist jetzt größer. Da schiebe ich es mal ein bisschen nach links. So. Und bestätigen. Dann haben wir schon mal das drin. So. Okay. Ich glaube, wir können die Schrift gleich noch mal ein bisschen größer machen. Bevor wir das machen, machen wir jetzt aber erstmal den Innenkreis, weil dieser Kreis, den sieht man noch nicht, weil es ein Pfad ist. Also dann im späteren Bild. Das heißt, wir nehmen jetzt, das ist wieder dieses Ellipsenwerkzeug, und stellen diesmal einen Pfad, Form. Wählen aus ohne Fläche, also mit dem durchgestrichenen Strich. Und wir wollen natürlich eine schwarze Außenlinie haben. Genau. So, dann gehen wir auch in die Mitte möglichst. So, damit wir das hier schön sehen können, ich würde es mal ein bisschen Abstand. So. Nummer 1.
Und der zweite gleich dazu. Machen wir außenrum und im Schriftzug. Sagen wir, können es noch ein bisschen größer machen, die Schrift hier. Dann müssten wir den Kreis noch größer machen. Lass uns jetzt, müsst ihr gucken, wie es passt. Ich mache, lass es jetzt einfach mal so. Ich muss mal gucken, dass wir die gleichen Abstände bekommen. Können wir gleich nochmal hier nachjustieren. Gehen wir nochmal in die Text. Design und gehen nochmal ein bisschen nach. So, dass es hier zwischen den zwei Kreisen praktisch gleicher Abstand ist, da achte ich jetzt drauf. Ich glaube, bei denen so können wir es auch noch mal ein bisschen. Rannehmen. Nee. Ist doch schon fast so in der Mitte, ne? Ja, gut, die kleine Schrift. Ja. Ich mache das jetzt auf Augenmaß. Das reicht für den Zweck aus. Und ich hätte gerne noch einen dritten Kreis. Hier wieder Form eingestellt. Maustaste drücken und dann hier nochmal eins drumherum. So. Dann hätten wir praktisch die drei Kreise. Und dann wären wir soweit fertig. So, hätten wir das. So, damit wir das jetzt, wenn wir das jetzt abspeichern, speichert das als BNG-Datei ab, weil wir wollen das Ganze ohne den Hintergrund, ne, dann benutzen. Das heißt, hier Datei speichern unter. Dann, meinetwegen, ihr könnt auch mal die PSD-Datei abspeichern, aber ich brauche jetzt erstmal nur das Bild. Dann geht ihr hier auf PNG und nennt das dann meinetwegen Stempel. Endresultat. Und speichert das ab. Und somit wäre das dann fertig. So, und diese Datei, die könnt ihr dann benutzen, um das bei eurem jeweiligen Anbieter hochzuladen. Dann hätten wir das, wie wir die Vorlage erstellt, einmal gezeigt. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach kommentieren. Beantworte ich gern. Also bis dann. Ciao. Jetzt werden wir nochmal das, was wir jetzt als Vorlage erstellt haben. Ich zeige euch nochmal, wo ich das bestellt habe. Wo man das hochlädt. Ich habe mir da einen Anbieter rausgesucht. In dem Fall war das ja Easy-Stempel. Ist keine Werbung, ich kriege dafür kein Geld. Ich habe da einfach den günstigsten rausgesucht. Geht auf Easy Stempel. Ich habe mir dann Holzstempel ausgesucht. Ich wollte, dass er auch bunt wird. Ich habe ihn dann auch in einer Größe von 40, also 4 cm, 40 mm bestellt. Ich habe dann auch nochmal geguckt, das zeige ich dann mal später. Genau, ihr ladet jetzt nicht hier die Datei hoch, sondern ihr geht auf Online gestalten. So. Und dann sagt ihr dem, so ein bisschen kleiner hier. So, wir wollen hier die Grafik hochladen, Datei auswählen. Das haben wir gerade angefertigt. Ich nehme mal meins, was ich als im ersten Durchgang erstellt habe. So, PNG-Datei haben wir ja schon gesagt, ganz wichtig, damit wir da keinen Hintergrund drin haben. So, jetzt haben wir das Logo hier drin. Weißt du, jetzt hier sind zwei Kreise. Wichtig ist es, der eine, der bleibt sowieso und das ist aber schon ein voreingestellter. Den müsst ihr unbedingt deaktivieren. Dann geht er hier auf Rahmen. Der ist hier schon aktiviert. Ne? Seht ihr hier? Hör mal an, aus. Ausstellen. Alles ausstellen, damit ihr hier nur diesen Skizzenkreis habt. Das ist praktisch dann so groß, wie es maximal werden darf. So, hier kann man das dann rauszoomen. Anpassen. Mal ein bisschen verschieben. So, wenn ihr müsst den einen Hauch kleiner machen als diesen Skizzenkreis, weil, sage ich jetzt zum Beispiel, er sagt, bitte halten Sie einen Abstand von 1 mm ein zum äußeren Kreis. Ich habe das dann immer so gemacht, ich habe ja immer kleiner geklickt und geguckt, ob er dann in den Warenkorb gepackt werden kann.
Bevor ich das jetzt aber mache, zeige ich euch nochmal, weil für mich war es auch nochmal wichtig zu wissen, okay, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn es denn dann irgendwo drauf gedruckt wird, wie groß ist die Größe, weil jetzt hier auf so einem Monitor, da sind die Größenverhältnisse ja auch immer ein bisschen anders, kann man hier, das fand ich ziemlich geil, die Option, einmal auf die Vorschau-Option klicken und dann erstellt der einem eine PDF. So, hat er das jetzt? Ach so, wir müssen es. Okay, es muss erst passend sein. Gut. Dann. Genau, er sagt immer noch, dann mache ich es noch ein bisschen kleiner. Das war jetzt ein Fehler. Ich dachte, ich hatte es nicht gesehen, wo er es runtergeladen hat, aber man muss halt hier diesen Millimeter da irgendwie einhalten. Und das Programm, Gott sei Dank, überprüft das automatisch, bis es passt. Jetzt passt es. Ein Millimeter Abstand ist hier gegeben. Jetzt zeigt er mir die Vorschau an. Die kann man sich abspeichern als PDF und einfach dann ausdrucken. Dünn, dünn. Da ist sie. So, da habt ihr dann so eine Vorlage, die könnt ihr ausdrucken. Ich habe die mir auch ausgedruckt. Und dann seht ihr das mal in echt, wie es dann auch am Ende aussieht, damit ihr mal so eine Größenvorstellung auch bekommt. Fand ich ziemlich cool. Gut. Ja, dann einfach in den Warenkorb packen. Fertig ist die Sache dann damit. Was ihr natürlich noch braucht, eventuell, ist ja nochmal so ein Tintekissen, Stempelkissen. Das könnt ihr hier gleich mit dazu bestellen. Ne? Seid ihr dann beim Preis von 21 Euro plus Versand? Ich glaube, das waren nochmal ein paar Euro. Ich kann nochmal gucken hier. Okay, man muss sich dafür anmelden. Machen wir jetzt mal nicht. Also seid gut, ich glaube, 25 Euro für so einen kleinen Stempel waren es dann bei mir. Gut, dann erstmal dazu. Ich bin gespannt, wenn er da ist. Und dann zeige ich euch, wie ich damit meine Etiketten und meine Bilder mal bestempel, Bestanze wollte ich sagen. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht und ob das, so wie ich mir das gedacht habe, auch gut aussieht und auch hält. So, hallo, ich grüße euch. Wir hatten ja jetzt hier den Stempel da, genau. Da seht ihr ihn nochmal. Den hatten wir jetzt weggeschickt, das Bild zum Anbieter. Der kam zurück. Genau, ich zeige euch den mal. Das ist jetzt hier dieser Gummistempel. Holz rund. So, einmal so. Auf meine Kamera stellt er scharf. Ja, kommt doch gut hin. Ich könnte sogar mal hier den reinhalten, ne? Ah, da stellt die Kamera nicht scharf. Gut. Also ihr habt es gesehen. Das ist der Stempel, der ist jetzt gekommen. Und den testen wir jetzt natürlich gleich mal aus. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht auf den Rückwänden meiner Kunst, auf meinen Etiketten. Genau, das zeige ich euch auch gleich. Bis gleich. Hallo, ich grüße euch. Der Stempel ist da. Heute zeige ich euch, wie er druckt auf meine Sachen, die ich vorbereitet habe. Ich habe ja einmal die Etiketten. Ich zeige es auch hier nochmal. Meine Etiketten, die kommen an die verpackten Bilder dann ran. Einmal dann auf die Rückseite von praktisch hier solchen kleinen MDF-Platten, die weiß mit Acrylfarbe beschichtet wurden. Dann haben wir hier nochmal Bilderrahmen. Ich habe jetzt mal ein kleinformatiges genommen. Da will ich gucken, wie das hier drauf und auf dem Holz funktioniert. Genau, das war ja unser Motiv für den Stempel. Ich zeige es nochmal hier. Das hatte ich ja angefertigt. Und der Stempel, den seht ihr hier schon. Hier ist er. Na, ich zeige das hier nochmal. Die Kamera, ein bisschen schärfer. Voilà. Ja, das ist das Endergebnis. So, ich habe mir einmal das in Schwarz und einmal in Rot bestellt. Wir fangen mal mit Schwarz an. Ganz unbenutzt. So, ich mache erstmal so einen Testdruck hier auf Papier. So, was ist oben? Hier ist oben. Ach ja, der hat sogar so einen Nupsi, da weiß man, wo oben ist. Also damit es nicht schräg wird. Kann man ein bisschen mehr Tinte. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich zeige das nochmal. Wie er jetzt halt hier druckt. Ja? Können wir mal gucken. Ja,
So, okay, das sieht schon mal ganz gut aus. So. Einmal Etikett. Boah, das sieht auch super aus. Das fertige Etikett. Ja, finde ich gut. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass wenn jetzt hier auch mal ein bisschen Tinte fehlt, dann macht das so ein, wie sagt man das? Vintage-Look. Also dass da so ein bisschen was abgebrackelt ist. Finde ich richtig gut. So, das haftet. Ah genau, das geht sofort. Da braucht man nichts. Doch, hier ist noch ein bisschen, also muss trocknen. Also hier, ich sehe gerade, nicht gleich drüber wischen. Es ist noch feucht, das muss noch ein bisschen trocknen. Dann probieren wir mal hier diese Rückwand aus. Das ist einfach Acrylfarbe, also ich mache es praktisch auf Acrylfarbe. Weiße Acrylfarbe ist das. Ich versuche das mal gleich mal mittig gut hinzubekommen. So. Sehr präzise. Ich zeig's euch nochmal. Das ist das Ergebnis, ne? Mit dem Material. So, dann gucken wir mal, wie es ist. Also ich sehe schon, es ist sowieso noch feucht. Und es muss auf jeden Fall noch trocknen. Also bei mir glänzt es im Licht. Ich habe mir gleich mal hier was zum Trocknen besorgt. Eine Heißluftpistole. So, ich weiß gar nicht, also scheint gar nicht so viel zu bringen. Also es glänzt auf jeden Fall immer noch. Ah ja, okay. Und es ist trotzdem noch verwischt. Also trotz Heißluftpistole verwischt ist, also muss ich das mal ein bisschen länger trocknen lassen. Ja? Also ihr seht, hier ist es auch nochmal jetzt verwischt. Sieht man das? Am F? Ja. So. Also auf dem Material muss es wahrscheinlich dann noch ein bisschen. Ah hier, die Kreise sind sogar noch, das verwischt auch. Also muss es. Ich lasse das mal trocknen. Mal gucken, wie es einen Tag später aussieht. So. Machen wir mal hier. Das gucken wir mal, weil ich habe ja halt solche Leinwände. Wie das auf solchen Leinwänden ausschaut. Schwach. Okay, ich mach mal hier so auf Holz so ein bisschen, wie ist da, wenn man das so halb drauf macht. Mhm. Also es ist eher schwach. Ist aber sofort ja, fast trocken. Ich zeig's mal, ist eher so ein bisschen schwächlich. Also nicht ganz klar wie auf Papier. Gut, jetzt auf die Kante das zu machen, finde ich nicht so schön. Das Holz zieht das eher ein, da wird es ein bisschen, wie sagt man, aufgedunsen. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen mehr Tinte nehme, ob das hier ein bisschen dicker wird. Das bleibt auf jeden Fall dann so, das ist dann eher so ein, also nicht so deckend. Ja, hier auch ganz
zweiten Mal mit mehr Tinte. Aber das reicht ja auch. So als Qualitätsmerkmal oder Signature ist es schon mal ganz cool. Gut. Jetzt habe ich noch Bock, das in Rot zu sehen. Ich gehe mal einfach das einfach mit Wasser abwaschen. Also dann bis gleich. Wieder einmal wieder abgewaschen. So, ich muss das noch ein bisschen das Wasser abtupfen. Das ging ja ohne Rückstände. Ganz gut. Ich habe es einfach abgespült mit Wasser. Ne? So, wollte ich noch. Meine drei Lieblingsfarben sind ja weiß, schwarz und rot. Darum habe ich mir noch mal rot bestellt hier. Rotes Stempelkissen. Wenn ich mal wissen wollte, wie ich in Rot ausschaue. Nicht immer gut. Na, hier sieht man schon. Stellt nicht so schnell scharf. Okay. Ja. Macht nochmal ein bisschen was anderes. Finde ich auch gut. Mal gucken, ja gut, das genau drauf zu sitzen ist auch. Ich denke mal, wird dasselbe sein bei den anderen Bildern. Achso, ich zeige euch das erstmal nach. Hier guckt, rot einmal. Auch nicht verkehrt. Oh. Ein Blatt, hier zieht es auch sofort ein, da kann man drüber wischen. Blattpapier ist super. Das andere wird ja dasselbe werden. Ist halt, hier wird es halt sehr saugfähig, der Untergrund halt bei diesen bespannten Leinwänden. Genau, also rot finde ich auch gut. Wunderbar, also das gefällt mir. Das muss wahrscheinlich erstmal noch trocknen, damit es nicht verwischt. Und dann denke ich mal, wird es vielleicht auch halten. Ja. Gut, ansonsten, das war's dazu zum Thema Logo, Stempel. So macht man das. Wunderbar. Schön, wunderbar. Das war's zum Stempeln, zur Vorlage erstellen, bestellen und dann gucken, wie es aussieht. Ich bin damit zufrieden. Ich hoffe, ihr könnt das für euch auch umsetzen. Vielleicht habe ich euch auch eine gute Idee gegeben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen zu mir, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich antworte dann euch natürlich. Und ja, wenn ihr über weitere Videos informiert werden lässt, wollt, dann natürlich aktiviert eure Glocke, abonniert mich und dann sieht man sich auch bald wieder. Wenn ihr was Neues wissen wollt oder wozu ich ein Video machen sollte, wenn ihr da Wünsche habt, alles gerne in die Kommentare. Ich lese mir das durch, ich gucke, was ich machen kann und natürlich stehe ich euch zu Diensten. Okay, dann viel Spaß, dir noch einen schönen Tag, bis dann, dein Sean Franklin, ciao.